Was hier passiert ist am Kraftwerkreaktor Nummer 4 in Tschernobyl, hat über 8 Millionen Menschen betroffen. In Weißrussland, in der Ukraine und auch in Teilen von Russland. 1,5 Millionen dieser Menschen wurde durch die Rotkreuzgesellschaften von Weißrussland, Ukraine und Russland geholfen. Rund 100.000 Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen werden, unterstützt durch das österreichische Rote Kreuz, jährlich durch mobile Labors untersucht. "200 neue Fälle von Krebserkrankungen werden jedes Jahr durch die Freiwilligen des Roten Kreuzes festgestellt. Rund die Hälfte aller Menschen, die zu den Untersuchungen kommen, haben derart hohe Strahlungswerte, dass eine weitere Behandlung oder zumindest eine weitere Beobachtung notwendig wäre." "Wir untersuchen Ihre Schilddrüse. Das ist wichtig, weil in den Gebieten um Tschernobyl die Erkrankungen der Schilddrüse um das Zehnfache und mehr zugenommen haben. Das sind die Folgen des radioaktiven Jods, das nach dem Reaktorunfall freigesetzt wurde. Und nicht nur Jod, auch Strontium. Aber es ist das Jod, das die Schilddrüse angreift." "In dieser Region haben wir eine Rate von 50%, bei denen Anomalien auftreten. Meistens bei Menschen in der Pubertät und ein wenig älter. Die Mädchen sind im Alter von 14 bis 15 Jahren, wenn sich die Schilddrüse entzündet. In diesem Alter ist eine genaue Beobachtung also sehr wichtig." "Wir müssen das früh erkennen, solange es noch mit einer Hormontherapie behandelt werden kann. Die Schilddrüse kontrolliert den gesamten Stoffwechsel im Körper und betrifft alle Organe und Systeme im Körper." "Im täglichen Leben sind die Schilddrüsenerkrankungen für die Leute nicht wirklich störend. Sie spüren die Gefahr nicht, weil sie keine Schmerzen haben. Das Störende für einige Leute ist, dass sie sich auf Eigeninitiative untersuchen lassen. Aber wir fahren herum, wir kommen in eine Stadt und machen Termine. Wir versuchen, alle zu erreichen und alle zu testen." "Das ist immer noch ein großes Problem, denn die Tschernobyl-Frage ist im Moment noch nicht gelöst. Der Reaktor ist nicht komplett dicht und es tritt immer noch Strontium und Cäsium aus. Ich kenne die Zahlen und die Mengen und es ist sehr gefährlich für die Menschen." "Es ist für die Nationen der Welt von enormer Wichtigkeit. Kernkraft unter Kontrolle zu halten, ist schwierig. Und diese Art von Katastrophe kann überall auf der Welt passieren, aus ganz verschiedenen Gründen." "Ich arbeite hier jetzt seit 10 Jahren. Das sind 10 Jahre an statistischen Daten. Ich denke, das kann sehr von Nutzen sein für die Menschheit, für alle Menschen. Das ist der Grund, warum ich das mache."
Die Katastrophe in Japan, in Fukushima, zeigt, dass nukleare Katastrophen immer passieren können, wenn man Kernkraftwerke betreibt. Es braucht Organisationen wie das Rote Kreuz, die den Menschen in den Gemeinden helfen, sich auf solche Katastrophen vorzubereiten und darauf richtig zu reagieren und ihnen durch die jahrzehntelange Phase der Bewältigung einer solchen Katastrophe, wie hier in Tschernobyl oder in Fukushima, helfen.